Hallo YouTube und hier ist wieder euer Sana und willkommen zurück zu Guild Wars 2 und wir sind hier gerade in der irgendeiner Festung, Rauchheim, genau, und verteidigen uns gerade gegen irgendwelche Geister und wir sollten jetzt erstmal mit dem Typen hier sprechen. Da kommt nämlich eine Cutscene anscheinend. Ich brauche eure Hilfe. Tribun Brimstone hat mich in die Gruft befohlen, aber ich bin zu erledigt, ich schaffe das nicht. Was ist da so wichtig, dass der Tribun der Blutlegion sich persönlich darum kümmert? Der Geist von Herzog Baradin ist viel stärker, als wir gedacht haben. Seine Armee hat gerade unsere Verteidigungslinie durchbrochen. Gridlock wird ihn frontal angreifen. Wenn er es schafft, wird es Wochen dauern, bis sich der Geist neu gebildet hat. Und wir können unseren Verteidigungsring wieder aufbauen. Schon unterwegs. Okay, begibt euch zum Grufttor. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe da gerade nicht so richtig zugehört. Ist ja auch egal, hallo. Laufen wir da mal hin. Ich muss gucken, wie mein Typ läuft. Ja. Einfach so, ein paar Leuchtchen ins Tür. Kriegen wir IP für. Obwohl ich glaube auch nicht viel. 6 Erfahrungen, ich krieg. Wow, 3 Erfahrungen. Ja, das lassen wir mal lieber bleiben. Bringt ja doch nichts. So, der ist anscheinend dazwischen irgendwo. Mach ihn weg. Das ist ganz cool, eigentlich einen kleinen Typen. Anscheinend so ein kleiner Bogenschütze. Ich mag immer Bogenschützen in solchen Games. Sind ganz cool. So, wo sind wir denn hier? Nee, gar nicht. Ich muss ja hier weiter. Oh. Oh. Ah. Guck ich mal hin. Hallo. Ah, ich muss wahrscheinlich hier runter. Hier runter. So. Hier bin ich. So, schließt euch der Einheit von. Von Block Brimstone an. Okay, mach ich das. Warum nicht hier hingelaufen? Ach du Scheiße, ich hätte da vielleicht doch aufpassen sollen. Na egal, laufen wir erstmal dahin, würde ich sagen. Unserem Dschungelpirscher. Die einfach beide gleich laufen. So, wo soll ich denn da hinkommen? Kann ich irgendwie auf eine Map gucken? So, dahin. Wie soll ich denn da hinkommen? Ist auf dem Berg. What the fuck? Das ging, aber hätte ich da durchlaufen müssen. Sieht nicht so aus, oder kommt da schon so ein Jumping Puzzle? Nee, ne? Das gibt's hier nämlich auch, es gibt so Jumping Puzzles. So, wo war ich denn hier gerade? Ja, ich bin noch ein bisschen erkältet auch. Aber das dürfte passen. Weil vielleicht hört ihr so ein bisschen, ich muss ein bisschen hochziehen oder so. Ist aber nichts drin. Eigentlich. Also nichts, was läuft oder so. Dann ist, ich möchte das jetzt auch eigentlich nicht erzählen, ganz ehrlich. So, hui! Gehen wir mal hier unten lang, hier wird schon was sein. So. Ja, den hast du weggemacht. So. Es wird bestimmt hier unten lang gehen. Ja, genau. Achso, hätte ich hier unten lang gehen sollen. Mach ihn weg. Zack, zack, zack. Die sind ja billig. Bin ich ja locker fertig. Ich mach auch gar keinen Schaden. So, ich war gezwungen, ein wenig zu unterbrechen gerade eben. Aber hier sind wir wieder. War ein bisschen unerwartet. Aber wir sind hier gerade noch. Gut ist. Okay, dann gehen wir mal weiter. Einfach hier durch. Oh, neues Event. Nice. Ja, genau. Es gibt hier nämlich auch Events im Game. Die sind recht nice. Was zum Fick? Sieg den Ge Oha. Hey. Scheiße, das sieht stark aus. Und da kriegt man halt. Ach du Scheiße. Mach ihn weg. Hallo? Willst du ihn die ganze Zeit angreifen? Mach ihn weg. Macht das überhaupt Schaden? Ja. Genau, und dann kann man halt, kriegt man Belohnung für, wenn man die Events abschließt. Ich mach den einfach mal. Es ist ein Gruppenevent eigentlich, okay. Achso, man sieht auch, wo die hinfallen sich gerade. Egal, dann mach ich so weg. Auftrag ausgeführt. Ach so. Glückwunsch, Leute. Ihr seid jetzt Helden. Ah, okay. Mit Cutscene, richtig. Ich weiß nicht, ob das das war, was ich machen sollte. Doch, war's. Okay. War sogar das, was ich machen sollte. Heldenherausforderung. Das sind doch die, wo man Fertigkeitspunkte kriegt, oder? Meine ich. Na, oh, Cutscene. Ich habe von eurer Leistung in der Gruft gehört.
bin beeindruckt. Das Kommando hatte Tribun Brimstone. Ich habe nur meine Arbeit getan. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ihr wart Teil der Truppe, die Baradin bezwungen und den Geisterangriff abgewehrt hat. Rauchheim ist jetzt sicher und ihr habt mit dazu beigetragen. Aber die Leute sind immer noch nervös. Es wäre gut, wenn sie sähen, dass jemand wie ihr da ist und sich kümmert. Je schneller wir hier für Ordnung sorgen, desto früher sind die Legionen wieder einsatzbereit. Ihr könntet helfen. Ich hätte lieber Freiwillige, aber wenn Befehle nötig sind, werde ich sie erteilen. Das wird nicht nötig sein, Legionär. Ich melde mich hiermit freiwillig. Okay, haben wir wohl einen Auftrag? Ach ne, warte mal, wir haben... Ah, cool, wir haben jetzt diese Quest abgeschlossen, wie es aussieht. Nehme ich das mal... Oh, wir sind auch ein Level aufgestiegen. Nice, Fertigkeit erhalten. Mal gucken, was es macht. Feuert mehrere Pfeile auf einen Gegner ab. Ach, die Scheiße, okay. Auch recht nice. Belohnung der Stufe 2. Okay, Wertehöhe, Waffenfertigkeit 2. Ach du Scheiße, ist ja viel zu viel. Kommende Stufenbelohnung. Okay, persönliche Geschichte freigeschaltet. Okay, dann muss ich erstmal gucken wegen dem Bogen. Der ist besser als den, den wir gerade haben. Jo, ein bisschen. Nehmen wir doch mal den, genau. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das überhaupt alles geht. Wie das überhaupt nochmal alles funktioniert hier mit den erforderlichen Stufe. Ein Bild, okay. Ach du Scheiße. Ja, so weit bin ich doch nicht in das Spiel eingestiegen, muss ich sagen. Naja, das passt erstmal. Dann würde ich sagen, was wollten wir denn machen? Sprecht mit diesem Speer. Ach ja, stimmt. Dann darf ich diese schönen Quests dann machen mit den Herzen. Rauchheim liegt außerhalb der schwarzen Zitadelle, auf Land, das wir von den Menschen zurückerobert haben. Von dort aus planen wir unsere weiteren Vorstöße Richtung Osten und Norden. Wir werden auf Widerstand der Flammenlegion treffen und mit einer askalonischen Geisterplage zu tun haben. Die Legion brauchen alle verfügbaren Kräfte. Okay. Genau, dann kann man diese schönen Herzquests machen, da kriegt man immer was für, kriegt man welche Karma-Punkte, da kann man sich bei denen dann was kaufen mit. Und ja, kriegt halt Erfahrung und so ein Kram dadurch. So, was muss ich hier machen? Helft Tolona Eisendieb auf dem Bauernhof. Zerquetscht Spinnen und ihre Eier, ja. Das ist eine sehr schöne Quest, sowas. Na egal. Das ist eine Art Grind-Quest oder so, aber man kann sie ja trotzdem einfach machen. Ich meine, eigentlich macht man die auch so. So, platt machen. Huch, achso. Okay, ja, wie gesagt, die dauern eigentlich auch nicht. Oh cool, wir haben einen Spinnenbein gekriegt. Ey! Habt ihr mein Pirsch angegriffen? Ey, das ist mein Pirsch in Ruhe. Bleib weg, so. Achso. Ich glaube, die kann ich wohl auch töten. Dann kriege ich Fortschritt. Zack. Achso, die kommen dadurch. Achso, okay. Das macht irgendwie Sinn. Okay, ist das hier Spinneneiersack? Zerquetschen. Nehme ich einfach mal weg, die Dinger. Mann, das hilft auch, ja. Passt. Ja, aber das sind halt solche Quests, ne? Gibt's hier noch irgendwas? Ist gar nichts mehr. Ach doch, hier. Okay, weg mit der Scheiße. Ah, verdammt. Eine Spinne. Ah, ja, jetzt haben wir das abgeschlossen. Jetzt kriegen wir ein bisschen Geld und dieses Karma. Ist gar nicht, okay, mal gucken. Was? Können die mir verkaufen? Oh, verdammt, ja, das geht anscheinend von dem Account noch rüber. Der ist so stark wie 1, so. Ja, okay, dann geht das anscheinend für den ganzen Account mit dem Karma. Aber... ich guck mal gerade das Kupfer. Doch, das geht anscheinend auch für meinen Account. Jo, anscheinend habe ich jetzt 3 Gold. Das ist auch sehr schön. Treibt die Rindviecher. Verängstigte Kühe werden zurückgebracht. Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das? Verängstigte Kühe zurückgebracht. Treiben. Ach so, okay. Lauf. Genau, jetzt ist es schön Events. Oh, das ist ja recht easy hier. Lauft. Das ist ein Stufe 2 Event anscheinend. Genau, da kann man jetzt Events hier abschließen.
So, soll ich die dahin? Oder sollen die hin? Dahin. Ihr geht alle mal nach da. Okay, das kann ich wohl nicht. Kann ich sprechen? Ach so, doch, hat doch geklappt anscheinend. Komisch, naja. Boah. Für die Eisen. Okay. Rein mit dir. Rein, das bringt Fortschritt da. Ich nehme mich an. Ich sehe jetzt da gerade also nichts. Und die Wände sind halt immer gut abzuschließen, wenn man damit Geld braucht oder sowas. Rein da, so, das dürfte ja nicht alles sein, ne? Ich lasse den mal so weiterlaufen. Ich höre. Ja, du hörst. Mal gucken, das dürfte ja nicht schon reichen. Genau. Geht man mit Beitragsstufen, da kriegt man halt dann, je nachdem, wie gut man sich daran beteiligt hat, kriegt man halt bessere Belohnungen und sowas. Okay, dann machen wir da einfach mal weiter mit den ganzen Missionchen hier. Ist halt dann jetzt ein bisschen grindy, aber ist egal. So, helft Crew. Ja, dem da Feuerschweißer dabei. Achso, die Waffenkammer zu leiten. Okay, mal gucken, was man da machen muss. Nicht explodierte Mörsergranate. Was ist denn? Oha! Halt weg von mir. Guck, jetzt kann ich mal den Skill ausprobieren. Hat irgendwas gemacht? Oh, jetzt hat das gemacht. Okay. War jetzt ein bisschen lang gedauert, ne? Was muss ich denn hier machen? Besiegt die Flammenlegion. Ach so, das war schon das, was ich machen sollte. Ach so. Da. Gucken. Deaktivieren. Da kommen irgendwelche Typen raus. Zack, 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 zack. Ah doch, das war der Skill schon. Sehr nice. Okay. Mach ihn weg, das ist jetzt vielleicht nicht so gedacht für Fernkämpfer wie mich, aber ist ja egal. Zack, 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 ist ja noch am Anfang. So, ist immer, ich weiß mal nur nie, wie weit diese Missionen von der Reichweite her sind. Sollen wir mal gucken, bis wo die sich dann verteilen, diese ganzen Granaten. Ich sehe jetzt gerade nichts. Was hat der denn da? Der hat so ein Elementar. Kann man sich so eingefangen oder so? Das wäre voll geil. Ah, der da. Ja. Bumm, holy shit. Junge, komm runter, warte mal. Wem ist denn der Typ? Der da, guck mal, ist so ein kleiner Super. Ah, der ist viel stärker als ich. Man sieht dann hier immer, dass der schon mehr als Level 4 ist, wegen diesem Pfeil da. Brennen, cool, das war ein Combo jetzt anscheinend. Huch, achso, das sah aus wie so ein Flammen-Typ. Ausgewichen. Holy shit. So. Ich sehe hier nur gerade keine Granaten mehr. Was eigentlich recht schade ist. Ah, nee, gar nicht. Verdammt. Kann man hier hochgehen? Warte mal. Oh. 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 Nein, anscheinend nicht. Gucken. Hier ist gerade nichts mehr. Das ist ja komisch. Ist einfach gar nichts mehr. Wie gesagt, ich weiß mal nie, wie weit die dann gehen. Flammenlegion. Das sind Leute von der Flammenlegion. Ja, verdammt. Nein, den sollst du nicht töten. Du sollst diese anderen Typen töten. Der da. Zack. Zack. Ob das hilft, dann. Ja, genau. Kriegt man auch, wenn man anderen Leuten hilft. Kriegt man das auch. Das noch nicht explodierte. Okay. Jetzt sollst du die deaktivieren. So. Dann gucken wir doch mal hier oben weiter. Ich weiß, bestes Gameplay, was es gibt, aber. Ah! Ja, mein Ding. Alter. Der Typ nervt ein bisschen. Der klaut mir alle meine Sachen, die ich machen kann hier. Das sieht aus, als ob hier auch noch diese ganzen Granaten sind oder so. Sind hier bestimmt irgendwo. Da hinten ist noch einer, gut. Ja, wie gesagt, man weiß halt immer nie, wie weit die Dingens gehen. Die Events. Okay. Zack, 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 zack. Ja, also es ist doch nicht irgendwie mit Mana oder so.
Soweit ich mich erinnern kann, ist es einfach nur so ein Cooldown, was hier sozusagen. Also man kann die Fähigkeiten einsetzen, wenn sie auf Cooldown sind. Wenn die dann wieder runter sind. Glaube ich. Ich meine, ich wüsste nicht, dass es hier irgendwas mit Mana gäbe. Ah, okay. Hier sind noch welche. Okay. Das dürfte eigentlich. Oh ne, es reicht noch nicht ganz. Ja, dich mache ich weg. Zack, 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 zack. So. Ah. Schon der Level up. Nicht schlecht. 7 Hauptattribute. Muss man die verteilen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ein Lederbeutel. Okay, und ich kann es anscheinend PvP machen. Jetzt mal gucken. Und das hier habe ich auch. Oha. Achso, und das ist nur, wenn ich Level up komme, was noch kommt. Okay. Ich nehme nicht mal. Was habe ich denn gekriegt? Ah ja, genau, stimmt. Das Ding, den kann man hier reinziehen. Und da vergrößert man sein Inventar mit. Oh, ein Event, cool. Aber würde ich sagen, mache ich in der nächsten Folge. Das müssen wir doch auch machen. Beschützt die Waffenkammer vor der Flammenlegion. Cool. Dann habe ich doch was ich in der nächsten Folge machen kann. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und falls euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Und falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei Guild Wars. Und bis dahin, euer Sana.